willkommen zum heutigen Video. Ich habe ja vor kurzem mal gefragt, ob euch interessieren würde, ein Video über Disney-Filme zu sehen, da ich ja ein wahnsinniger Disney-Fan bin und ja vor allem die Disney-Classics sammle und liebe und ständig gucke. Und ja, und dann hieß es, ja, auf jeden Fall, mach ein Disney-Video. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja schlecht einfach so ein Ranking machen von allen Disney-Filmen, die ich habe. Und das sind sehr viele. Also ich habe den Großteil aller Disney-Classics. Ich glaube, mir fehlen nur noch so ein paar... Ich glaube, dass es 6 oder 7 Filme sind, die mir noch fehlen. Dann ist alles da. Also an allen Disney-Animationsfilmen. Aber das ist jetzt unwichtig. Ich habe mir dann überlegt, was mache ich? So ein Ranking von 1 bis, ich glaube, ich habe fast 40 Filme oder so, ist Quatsch. Also habe ich mich dafür entschieden, als erstes Video für euch ein Video zu machen über Disney-Filme, die irgendwie nicht so beliebt sind, auf denen viel rumgehackt wird und die ich aber total toll finde eigentlich. Und habe mir da mal, hier auf meinem schlauen Spickzettel, habe im Internet recherchiert wahnsinnig viel, habe mal geguckt, wie die Filme so bewertet sind auf IMDb und habe auch, ich weiß nicht, wie viele hunderte Kommentare und Bewertungen und so durchgelesen und habe mir dann so pro Film so maximal 3 eigentlich Sachen rausgeschrieben, was die meisten Leute dann so bemängelt haben an den Filmen. Und gebe da jetzt einfach mal meinen Senf dazu. Es sind die 10 Filme, wo ich weiß, dass die viele Leute nicht kennen oder wo ich auch viele Leute kenne, die sagen, nee, die sind irgendwie kacke. Kein Disney-Film ist kacke. Nicht mal Toy Story. Ich mag es einfach nicht. Genau. Das machen wir jetzt. Also anfangen werden wir einmal mit dem Film Atlantis. Atlantis fand ich eigentlich immer recht cool. Es war so ganz anders von der Optik her. Das fand ich eigentlich irgendwie gut. Also ich finde es ohnehin witzig, dass viele Disney-Filme so unterschiedliche Arten zu zeichnen, also unterschiedlich gezeichnet sind. Ich finde, das macht es nochmal irgendwie mehr eigen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde es auf jeden Fall gut. Und ich mochte auch einfach die Hauptcharaktere, den weiblichen Hauptcharakter in Atlantis wahnsinnig gerne. Die Kikida, ich fand die total toll und cool und irgendwie so stark und so. Und ja, und Atlantis wurde auf IMDb zum Beispiel mit 6,9 von 10 Punkten bewertet, was ich schon krass wenig finde. Ganz viele haben bemängelt, dass es unglaublich viel Gewalt gibt in Atlantis. Ich habe dann mal so ein bisschen Revue passieren lassen, so in meinem Kopf. Und es gibt schon viel Gewalt. Also was ich verstehen kann, ist zum Beispiel die Szene, in der der Bösewicht im Endeffekt getötet wird. Ich finde die schon auch krass. Gut, dieser Häuptling oder dieser König von Atlantis wird ja einmal so niedergehauen. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, es ist schon, aber es ist jetzt ja nicht so, als würde ein Krieg dargestellt werden oder irgendwie sowas. Also es sind schon gewalttätige Handlungen in diesem Film drin, das stimmt. Aber ich finde es jetzt nicht, dass es so ein krasses Ausmaß ist, um das wirklich als Kritikpunkt für diesen Film aufzuführen. Also finde ich ein bisschen too much zu sagen, es ist übertrieben viel auffällige Gewalt. Außerdem hieß es, dass es keine richtige Handlung in diesem Film gebe. Das finde ich eigentlich nicht. Ich finde es ganz süß am Anfang, dass man so rangeführt wird an die Vergangenheit und an das Leben und die Interessen von Milo und warum er Atlantis finden möchte. Und es hat durchaus eine Handlung. Er möchte dahin wegen seinem Opa. Und findet es dann und er geht ja eigentlich davon aus, dass in der Tod stattfindet, irgendwelche Ruinen oder so. Und dann kommen dabei eben die Probleme, die Atlantis selber hat, mit dazu, bla bla bla. Also ich finde, dass es durchaus auf jeden Fall eine Handlung hat, abgesehen davon, dass diese Geldgeilheit von ein paar aus dem Team eben dann auch dargestellt wird, gegen die sie dann ankämpfen. Also es ist jetzt nicht so, als ob
weiß ich nicht, als ob das überhaupt keine Handlung und keine Zusammenhänge hätte. Also ich finde das eigentlich ein total blödes Kriterium. Und ich war auch echt überrascht, das so oft zu lesen. Wo ich ein bisschen lachen musste, war, dass die Miss, ich glaube, Packard oder Packard, oder wie die heißt, diese ältere Dame, dass sie so viel raucht. Das haben super viele auch geschrieben, dass die die ganze Zeit raucht und für alle Leute mit Kindern sei darauf hingewiesen, dass sehr viel geraucht wird von der Dame in dem Film. Ich weiß jetzt nicht, gerade nicht auswendig, wann der Film rausgekommen ist, aber da war ich jetzt auch noch nicht super alt, glaube ich. Meine Schwester war auf jeden Fall noch nicht wirklich alt, meine kleine Schwester. Und keiner von uns ist irgendwie Kettenraucher geworden, weil sie in diesem Film raucht. Das gehört irgendwie zu dem Charakter mit dazu und ich fand das eigentlich voll okay. Ich fand das eigentlich unterhaltsam irgendwie und witzig. Ich hatte es dann auch ein bisschen an meine Oma teilweise erinnert, weil die auch immer viel geraucht hat, auch wenn die nicht so geredet hat. Im Deutschen hat die ja so ein, also ich glaube, es war ein Berliner Akzent, was sie im Deutschen hatte. Ziemlich funny. Also ich fand es eigentlich witzig und ich habe mir dann nie Gedanken drüber gemacht, dass die rauchen. Aber das ist ja eh heutzutage in den Filmen so ein Wahnsinnsding. Also ich meine, ich gucke natürlich wahnsinnig viele alte Filme, wahnsinnig viele Filme aus den 50ern auch. Und in diesen ganzen alten Filmen, da wird einfach geraucht. Die haben einfach geraucht die ganze Zeit und so. Und jetzt darfst du ja, glaube ich, sogar in Filmen nur noch rauchende Menschen darstellen, wenn es was mit der Handlung zu tun hat oder irgendwie so ein Schmarrn. Also es ist schon sehr, sehr überzogen. Also auch das mit dem Rauchen und so. Und ich fand das halt so heiß, weil das waren so gar nicht so krass viele Kommentare, aber halt dann so ultra eindringlich so, oh Gott, seid gewarnt, da wird geraucht in einem Kinderfilm. fand ich ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Ziemlich witziger Hinweis auf jeden Fall. Was auch noch cool war, das Zeitalter oder das Jahrzehnt, in dem das Ganze spielt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Jahrzehnt sein soll, gerade auswendig. Ich habe da noch nie wirklich aufgepasst. Ja, ich glaube, also was, 1910, 1900, irgendwie sowas. Ich hab da mich nie wirklich, klar, man sieht an den Outfits und so weiter des Films, dass das auf jeden Fall schon länger zurückliegt und so, aber jetzt so ganz genau damit beschäftigt, wann das sein soll, habe ich mich noch nie. Und da wurde dann ganz viel bemängelt, dass es ja offensichtlich schon sehr lange zurückliegt, dieses ganze Geschehen, anhand von den Häusern und den Autos und den Klamotten und so. Und dass es dann aber voll unlogisch ist, dass dieses Team, das da nach Atlantis reist, so multikultimäßig unterwegs ist. Also dieser halb Indianer, halb dunkelhäutiger Afroamerikaner oder der war ja irgendwie so ein bisschen von beidem. Der Arzt ist, das hätte es damals ja gar nicht gegeben. Und dieses Mädel, die ja im Endeffekt an den Autos alles macht und dann war da noch ein russischer Typ dabei und das und das und das und es sei ja total unrealistisch, dass diese Leute alle zusammengearbeitet hätten und überhaupt, dass die diesen Job gemacht hätten und ich dachte mir nur so, es ist immer noch ein Kinderfilm und es sind zwar, finde ich, durchaus, was ich jetzt kritisieren würde, wäre, dass es so viele so Nebencharaktere irgendwie sind, wobei es andererseits auch wieder irgendwie charmant war, weil die alle irgendwie irgendwas Liebenswertes an sich hatten und was das Ganze nochmal so ein bisschen aufgelockert hat, die ganze Story, die ja teilweise schon auch ein bisschen ernster gewesen ist. Also warum hätte man jetzt alle whitewashen sollen, verstehe ich jetzt nicht. Also, keine Ahnung, muss man doch nicht, oder? Nur weil damals die Leute doof waren und irgendwelche Leute, die einer anderen Kultur angehört haben oder eine andere Hautfarbe hatten oder so, untergebuttert haben, müssen wir das dann auch in Disney-Filmen machen? Ich glaube nicht. Als nächstes Kapp und Kappa. Ganz viele Leute, die ich kenne, gucken Kapp und Kappa nicht gerne, weil sie sagen, er ist ihnen zu traurig. Und das war auch die Kritik, die ich am meisten im Internet gelesen habe. Er sei zu traurig, er sei aber auch zu gruselig. Gruselig fand ich Kapp und Kappa eigentlich nicht. Und das war das, was eigentlich noch mehr sogar geschrieben worden ist als traurig. Es sind schon so ein paar Szenen, dann so, wenn diese Tür öffnet, wo die ganzen toten Tiere drin hängen, wo man das auch, finde ich, sehr, gar nicht so. Ich habe als Kind immer nie verstanden, was das sein soll. Erst später, als ich ein bisschen größer war, habe ich gecheckt, ah, okay, das sind
Tierfelle, die der da in seinem Schuppen hängen hat und so. Also ich habe das als kleines Kind zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Jetzt denke ich mir auch so, Gott, dieser arme kleine Fuchs sieht da, wie lauter andere tote Füchse so an der Wand hängen. Ja, traurig auf jeden Fall diese Szene, wenn Cub im Wald ausgesetzt wird von seiner Besitzerin, um ihn zu retten. Dieses Abschiedsding, ich, die ja sowieso nicht gut ist mit Abschieden, das ist für mich immer... Wenn ich weiß, dass die Szene kommt, bin ich schon am Heulen. Also das verstehe ich, aber das mit gruselig, also mir fallen nicht wirklich, dieser Bär war auch nicht gruselig, gegen den sie am Ende da kämpfen. Das war halt ein großer Bär, furchteinflößend, aber nicht gruselig. Und was ganz viele gesagt haben, und das wird noch sehr oft vorkommen in diesem Video, Vergleiche mit anderen Disney-Filmen. Ganz viele haben gemeint, sie haben Bambi... Oder nochmal diese Thematik von Bambi-Tiere im Wald und Jäger und bla, nochmal aufgegriffen und wollten sozusagen, weil Bambi ein Erfolg war, nochmal sowas machen und es wird wieder ein Erfolg. Ich glaube das nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil abgesehen davon, dass es Tiere im Wald sind, ich möchte behaupten, es gibt noch viele andere Filme, in denen Tiere in einem Wald vorkommen, auch wenn die vielleicht nicht die Hauptcharaktere sind. Aber... Ich meine, das Hauptding ist ja, du kannst mit jedem befreundet sein, egal was passiert, egal wer der andere ist und was für unterschiedliche Leute ihr seid oder Menschen oder Lebewesen ihr seid. Und man sollte immer zusammenhalten und sich nicht von irgendwas abbringen lassen. So wie in dem Film, ein Jagdhund und ein Fuchs sind befreundet. Später ist dann der Jagdhund sogar mal so, wir können nicht befreundet sein. Du bist ein Fuchs, ich bin Jagdhund, es funktioniert nicht. Und dann finden sie aber doch wieder zusammen, obwohl sozusagen die Gesellschaft sagt, nee. Von dem her, finde ich, hat sich das einfach gut angeboten. Außerdem sind Füchse schöne Tiere und Hunde auch. Ist doch ganz schön so. Auch beim dritten Film, und zwar bei Schatzplanet, haben sie das auch wieder gemacht. Da hieß es auch wieder, Schatzplanet ist in dem Fall nicht mit einem anderen Disney-Film, aber man kennt ja die Schatzinsel, das Buch und auch diese ganz alte Verfilmung mit den echten Menschen. Und dann haben sie halt irgendwann, modernere Zeiten, haben sie halt aus der Schatzinsel den Schatzplaneten gemacht, haben halt das Ganze... ins Weltall gesetzt und so. Und das finde ich, und ich fand es aber auch sehr kreativ eigentlich. Also viele meinten, das ist so unkreativ. Fand ich eigentlich gar nicht, weil sie haben ja keine, sie haben sich ja einfach irgendwie ausgetobt. Also sie haben eine komplett neue Welt erschaffen, mit einem ganz eigenen Stil auch, mit diesem Kleidungsstil, die sind ja auch alle eher so alt, bisschen älter, altertümlich, ist das falsche Wort, aber von der Kleidung her auch so ganz anders, war aber trotzdem im Weltraum und die Raumschiffe waren ja auch richtige Schiffe, so ganz schöne, große und also ich fand das super kreativ, ich fand das auch cool mit diesem Wind- oder Luftsurfen oder so, was im Endeffekt der Hauptcharakter macht. Ich fand das als Kind immer wirklich toll. Es ist, finde ich, mehr ein Jungsfilm, also... Ich meine, wenn wir jetzt mal so die ganzen Prinzessinnenfilme nehmen, Cinderella, und Röschen etc., es ist obviously mehr Mädels ansprechend als Jungs. Und das ist dann doch eher so Jungen-Zielgruppe, aber war trotzdem cool. Ich fand, der hatte auch von den Charakteren her, man hat sich da schon reinfühlen können und so. Und ich fand ihn absolut nicht unkreativ und würde da jetzt auch... es ist orientiert an der Geschichte von der Schatzinsel, aber ich finde es jetzt nicht 1:1 kopiert und... Muss man ja auch nicht. Also ich fand das eine süße Idee, auf jeden Fall. Aber da ging es natürlich auch wieder los mit dem Weltraum. Dann hieß es, warum haben die Sauerstoff, wenn die da rumfliegen? Und warum mit der Schwerkraft? Und warum dies? Und warum jenes? Und warum dies und das? Das ist das, was ich an Erwachsenen so hasse, die diese Bewertungen schreiben. Dieser Ultrarealismus. Es ist ein Kinderfilm, der in den Weltraum gesetzt worden ist. Super, okay. Warum muss ich da jetzt irgendwie großartig den Weltraumexperten raushängen lassen und anfangen mit irgendwelchen Schwerkraftsgeschichten oder wo man wie Sauerstoff bekommt und was da funktioniert und was da nicht funktioniert und die können diesem schwarzen Loch nicht entfliehen und bla bla bla. Und ich habe das durchgelesen und dachte mir so, wow, hoffentlich hat dieser Mensch keine Kinder, weil das ist bestimmt so einer, der ihn schon mit 3 Jahren sagt, dass es den Weihnachtsmann übrigens nicht gibt. Also, genauso wie beim nächsten Film. Da fand ich auch vieles richtig doof und da war ich vor allem schockiert, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Es handelt sich um den Film Merida, der im Englischen Brave heißt. Und da haben schon ganz viele angefangen, wo ist die denn Brave und so.
Aber gut, das habe ich dann eher ignoriert. Ganz viele meinten, abgesehen von, sie sei nicht brave, sie sei kein gutes Vorbild für Kinder, weil sie ihrer Mutter so viel widerspricht und so aufmüpfig sei. Und das sei auf jeden Fall kein gutes Vorbild. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir eigentlich eher so, als das Ganze vorbei war und Happy End, dass es irgendwie die Aussage hat, dass man aufeinander zugehen muss, auch wenn zum Beispiel Mutter und Kind oder Eltern und Kind unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie das und das und das laufen soll, dass man sich zusammensetzt und aufeinander eingeht, damit keine schlimmen Dinge passieren, also damit man nicht kein Crash hat, ich kenne das selber auch von mir, da war auch bei einem bestimmten Thema in meiner Jugend kein Aufeinanderzugehen sozusagen da. Und dann habe ich einfach mein Ding durchgezogen und dann puff, ist die Welt untergegangen. Und das hat mich daran erinnert eigentlich. Und ich dachte mir so, das ist für mich die Aussage in dem Film. Und ich finde es eine schöne Aussage. Ich finde den Film toll gemacht. Ich finde den Hauptcharakter an sich und auch die Drumherum-Charaktere super sympathisch und so. Also ich habe das nicht verstanden, warum es heißt, sie sei kein Vorbild. Weil sie tut ja nichts Böses. Sie kuscht halt einfach nicht und vertritt ihre Meinung. Aber ich finde, das ist nichts, wofür man sich schämen sollte oder was von einem schlechten Vorbild zeugt sozusagen. Einer meiner persönlichen absoluten Lieblingsfilme ist ja Elliot, das Schmunzelmonster. Den habe ich schon als kleines Kind total geliebt und den liebe ich heute noch total. Und ich finde das so Zucker. Es gibt ja mehrere Disney-Filme, die eben normal gedreht worden sind, dann wurde eben im Nachhinein in gezeichneter Form etwas mit eingefügt. Und ich finde das so schnuckelig. Ich finde das so viel liebreizender als diese ganzen mega krassen Computeranimationen, die es heutzutage gibt und so. Es sieht halt nur noch realistisch aus, aber als Kind brauche ich keinen total krass realistisch dargestellten Drachen oder so. So ein gezeichneter Elliot in grün mit rosa Härchen und rosa Flügeln ist doch viel niedlicher. Es wurde ganz oft bemängelt und das hat mich total sauer gemacht und traurig. Ich muss zugeben, ich habe den Film noch einmal auf Englisch gesehen. Ich bin halt mit den Filmen in Deutsch aufgewachsen. Dass die Musik so schlecht sei. Das haben sowohl die englischen als auch die deutschen Kritikmenschen da reingeschrieben. Finde ich nicht. Also, man hat schon oft auch im Deutschen, so wenn Pete, also wenn der Junge, der kleine Hauptcharakter, wenn der singt, hat man schiefe Töne und er ist jetzt kein Mordsänger. Aber den brauche ich auch nicht. Weil wenn ich mir angucke, was passiert ist mit dieser Realverfilmung von Die Schöne und das Biest, wo Emma Watson und auch die Synchronsängerin von Belle, die ich übrigens persönlich kenne und die in echt wirklich sehr gut singen kann, die tot geautotuned wurden, damit der Gesang perfekt ist. Das ist nicht perfekt, das ist einfach nur tot. Wir saßen im Kino damals und das war, als würde ein Roboter singen, aber das ist eine andere Geschichte. Von dem her habe ich lieber einen schief singenden Jungen, wo ich dann so ein bisschen mir ins Fäustchen kichern kann und was irgendwie niedlich und herzig ist und so, als einen singenden Roboter. Aber okay. Er wurde natürlich ganz viel mit Mary Poppins und Mary Poppins ist halt schon ein großer Film, so großes Ding. Er wurde auch wieder ganz viel aufgrund der Filmmachart verglichen. Und da kam fast jeder zum Entschluss, dass Mary Poppins viel besser ist und Elliot dem nicht das Wasser reichen kann und blablabla. Und dann denke ich mir so, bewerte doch bitte nur den Film. Also nur den Film. Ohne jetzt zu sagen, oh, da gab es noch den und den und den Film, die waren so ähnlich gemacht oder genauso gemacht von der und der Art her. Und die waren aber viel besser. Das sagt doch nichts über den Film aus. Jeder Film ist doch auf seine eigene Weise anders. Servi, wenn ich jetzt sagen würde, das ist mein Lieblingsfilm von dem Regisseur, der war besser als die anderen, deswegen sind alle anderen scheiße. Das ist doch totaler Quatsch. Deswegen verstehe ich das nicht, dass diese Filme, weil das war nicht nur mal ein Kommentar, das waren ja zig Kommentare, die das gesagt haben. Und dann ergibt sich daraus so eine super schlechte Bewertung. Und, oh, apropos Bewertung, die habe ich ja ganz vergessen. Kapp und Kappa hatte 7,3 von 10 übrigens, was noch okay ist irgendwie. Schatzplanet hatte 7,1, kann man auch noch. Merida hatte 7,1. Und Elliot zum Beispiel hatte 6,4 und da war ich halt wirklich sauer, weil ich liebe diesen Film total. Als nächstes haben wir die einzige
Filmfortsetzung, also den zweiten Teil, die ich persönlich wirklich toll finde. Ich finde, es ist immer schwierig mit Fortsetzungen. Ich finde, oft sieht man, dass es einfach qualitativ nicht mehr so, wie das erste war. Also oft von der Zeichnung her auch ist es halt so, wir machen jetzt einfach nochmal einen Teil und das büßt dann so ein bisschen an wirklich Arbeit, die drin steckt, ein. Teilweise ist es gar nicht zwingend das Storytelling, sondern einfach das Aussehen vom Film. Auch mit dem Storytelling ist es aber schon auch ein bisschen so, das hatte ich zum Beispiel bei dem Ariel, den zweiten Teil. Ich finde, da haben sie die Story einfach umgedreht und das war mir ein bisschen, das fand ich sehr schade, weil ich fand, dass das Potenzial gehabt hätte. Aber nee. Es geht hier um König der Löwen 2. Und das ist, finde ich, tatsächlich der einzige Fortsetzungsfilm, der irgendwie eine eigene Geschichte hat. Und der nicht einfach was nur weiter erzählt, sondern auch irgendwie was ein bisschen neu macht. So. Und ich finde, man muss da dann schon auch an so Fortsetzungsfilme, wenn man sie anguckt, schon so auch rangehen und sagen, okay, du bist zwar eine Fortsetzung, aber eine eigenständige Story. Und muss es dann, finde ich, auch so bewerten. Und es gab tatsächlich keinen einzigen Kommentar oder Bewertung oder was auch immer, wo jemand einfach nur auf den Film eingegangen ist und gesagt hat, was er gut oder schlecht fand. Es war immer die Rede von Teil 1 ist besser. Ja, natürlich, Teil 1 König der Löwen, das ist ein Riesending. Das ist, glaube ich, das ist so der erfolgreichste Disney-Film. Oder, also hoffe ich zumindest. Das wäre schon auch crazy, wenn dann der zweite Teil genauso gut gewesen wäre. Aber ich finde ihn auf seine eigene Art und Weise wirklich gut, weil die Musik fand ich, war vom Stil her noch genauso wie im ersten Teil auch sehr schön. Und es waren auch tolle Songs. Die Charaktere fand ich gut, die neu dazugekommen sind. Ich fand es eine gelungene Fortsetzung. Es war auch nicht so wie bei dem Ariel-Film, dass der ursprüngliche Hauptcharakter, in dem Fall Simba, dann plötzlich sein komplettes Wesen verändert hat oder so. Bei Ariel war sie auf einmal super ängstlich und Ding und bla. Und ich finde eben, Simba ist sich selbst schon treu geblieben. Er ist einfach Vater geworden und hatte natürlich Angst um seine Tochter und hat versucht, so gut wie möglich wie sein Vater zu sein. Aber das wollte er ja am Ende des ersten Teils auch. Auf jeden Fall kann ich es nicht nachvollziehen, warum der Film mit 6,5 bewertet worden ist, weil ich finde, es ist eine sehr gelungene Fortsetzung. Er ist natürlich nicht so gut wie der erste, aber das muss er auch gar nicht. Es reicht, wenn er an sich einfach gut ist. Und das war er. Ich habe auf jeden Fall zwei Songs in diesem Film, von dem ich wirklich immer lange einen Ohrwurm habe und die ich mir auch gerne anhöre in meiner Walt Disney Playlist auf Spotify in meinem Auto. Und ich finde, kann man sich wirklich mal angucken. Es ist schön, die Charaktere wiederzusehen. Simba, Pumba und den ganzen Rest, Timon und so. 6,5 ist für den Film, finde ich, wirklich zu wenig. Als nächstes Pinocchio. Ganz viele Leute hacken ja auf Pinocchio rum. Als allererstes meistens, weil sie sagen, da hat Disney Schneewittchen gemacht, hatte einen Mordserfolg, macht Pinocchio und er ist nicht so gut wie Schneewittchen. Diese Leute und ihre Vergleiche immer. Das haben einige geschrieben und ich finde Schneewittchen auch besser als Pinocchio, deswegen finde ich Pinocchio aber nicht schlecht. Das Hauptkriterium war bei den meisten Leuten eigentlich, dass er zu gruselig sei. Ja, ich finde ihn schon auch creepy an vielen Stellen und ich finde, dass vor allem die alten Filme hatten nochmal so eine andere Art von gruselig als heute. Heute sehen halt gruselige Charaktere irgendwie böse und finster aus, dass man sich fürchten muss. Und damals waren irgendwie, wenn was gruselig war, war es auf so eine ganz eigene, seltsame Art und Weise gruselig, was irgendwie nochmal fast schlimmer ist. Aber es ist jetzt nicht so, als ob das hier ein halber Horrorfilm gewesen wäre. Also die haben dann da eigentlich jede Szene, wo ein Bösewicht oder so vorgekommen ist, aufgezählt und meinten, das sei viel zu gruselig. Ich persönlich fand immer super gruselig diese ganze Sache rund um die Vergnügungsinsel. Also ja, der Vergnügungsinselteil war halt schon creepy. Aber jetzt nicht so, dass man dafür einen Punkt abziehen muss. Mit 7,2 und das hat mich eigentlich echt gewundert, weil ich kenne fast niemanden, der diesen Film überhaupt kennt. Deswegen hat es mich gewundert, dass der 7,2 Punkte im Ranking abbekommen hat. Ist Basil der Mäusedetektiv oder der große Mäusedetektiv sogar.
Ich habe den auch ganz lange nicht gesehen als Kind, weil der einfach hier in Deutschland vor allem irgendwie nicht groß war. Und hab ihn, also ich habe ihn relativ spät gesehen. Und das Einzige, was ich sagen kann, was mir auffällt, was ich kritisieren würde, oder was heißt kritisieren, ist eigentlich das falsche Wort, was mir aufgefallen ist, die Charaktere sind einfach nicht so eindringlich wie in anderen Filmen, dass man sie so richtig im Kopf behält. Man hat im Kopf so den groben Charakter von den Figuren, aber es springt nicht so der Funke über. Das ist das Einzige, was schon wahr ist. Die Geschichte ist eigentlich so ganz nett. Aber die Kriterien haben dann halt Folgendes gesagt. Der Film sei nicht witzig genug, sondern zu ernst. Es ist halt kein super lustiger Film. Er hat schon seine witzigen und netten Momente und so. Und so richtig hundertprozentig ernst würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt halt einen Bösewicht und man sucht nach dem Bösewicht. Es gibt so ein paar bisschen unheimliche Stellen. Das finde ich schon in dem Film. Also ich hatte mal sehr Angst vor der Fledermaus. Aber den kompletten Film als wahnsinnig ernst würde ich nicht beschreiben. Und ja, man lacht nicht den ganzen Film wie bei manch anderen Filmen. Aber ich meine, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit jetzt Die Kühe sind los oder Ein Königreich für ein Lama oder so. Das sind halt Filme, wo man den ganzen Film über lachen kann. Aber manchmal braucht man auch einfach einen Film, wo einfach nur eine Story erzählt wird und wo es sowohl lustige als auch traurige, als auch ernste, als auch ein bisschen unheimliche Momente gibt. Es kann ja nicht jeder Film immer nur komplett zum Lachen sein. Ich finde sogar Filme, die nur zum Lachen da sind, ermüdender als Filme, wo man sämtliche Emotionen hat. Und was aber auch ganz doof war, und das hatte ich bei mehreren Filmen, auch bei dem nächsten, ja, dass dieser Film in einer Phase gemacht worden ist, wo Disney einfach gerade so einen kleinen Durchhänger hatte. Und dann heißt es immer, ach, das war die Durchhängerzeit, der Film war auch nicht gut. Genau wie die anderen. Das war auch sowas, was ganz oft geschrieben worden ist. Und ich weiß nicht, ich finde gar nicht, dass es wirklich so Phasen gab. Also viele sprechen so von der Phase, die ging dann bis zu dem Film und dann kam diese schlechte Zwischenphase bis zu dem Film, dann ging es wieder aufwärts und dann ab dem Film war die und die Phase. Klar, vom Erfolg her kann man das vielleicht ein bisschen, kann man das so sehen. Vielleicht sieht man das auch, wenn man guckt, wie es mit den Zahlen ist von den Filmen, wie viel die eingenommen haben oder so. Das kann schon sein, dass sie vielleicht den Zeitgeist nicht so getroffen haben, aber Zeitgeist nicht treffen und ob der Film gut oder schlecht ist, ich finde, dass das oft nicht so viel miteinander zu tun hat. Das gleiche haben sie nämlich auch gemeint bei Oliver und Co. Und das ist zum Beispiel, seit ich klein bin, einer meiner absoluten Favorites, obwohl, wie in manchen Kommentaren bemängelt, kein Disney-Zauber vorhanden ist in diesem Film. Also kein Magic, komisches, kein Königreich mit riesengroßem Prinzessinnen-Schloss, blablabla. Es spielt halt im schmutzigen New York. Eine obdachlose Hundegruppe mit einem kleinen Miezekätzchen, das an Oliver Twist angelehnt ist, im Endeffekt so ein bisschen von der Story her, nur ganz, ganz leicht eigentlich. Die in irgendeinem Schiff an irgendeinem Hafen, der so ein bisschen, ja, nicht so ganz koscher aussieht. Daneben zusammen mit einem arbeitslosen, obdachlosen Typ, der versucht, sich und seine Hunde irgendwie über Wasser zu halten, der aber halt ein Riesenherz hat. Ich finde diesen Typen total sympathisch. Ich finde die Hunde toll, weil ich bin halt auch so ein Hundemensch. Das ist halt dann auch so ein Film für mich einfach. Und ich finde, dass man jetzt dann nicht zwingend was davon merkt, dass das irgendwie eine schlechte Phase von Disney gewesen wäre. Eigentlich nicht. Ich finde den Film qualitativ toll. Ich mag den Stil des Films. Ich finde die Musik auch ganz witzig. Warum er also in fast jedem Kommentar insgesamt als schwacher Film bezeichnet wurde, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich finde den Film sehr rund, interessant. Ich habe den mal mit ein paar kleinen Kids angeguckt. Die fanden den auch toll. Zu guter Letzt kommen wir zum Film Herkules. Und ich kenne nur Leute, die Herkules entweder lieben oder hassen, so in die Richtung. Das ist eigentlich total witzig, weil ich denke mir so, ja, Herkules, ich finde das einen ganz niedlichen Film. Alle sind so, nein, das ist total kacke. Oder andere sind, oh ja, ist einer meiner Lieblingsfilme. Yay! Und so ähnlich hat sich das auch gelesen in diesen Kommentaren. Und Herkules hat abgeschnitten mit 7,8, was eigentlich ganz schön viel. Also ich glaube, das ist die höchste Wertung von allen Filmen hier aus diesem Ding.
Gleichzeitig hatten die aber auch ganz schön viel eigentlich an diesem Film auszusetzen die ganze Zeit. Einmal das Aussehen des Films. Viele mochten die Art nicht, wie er gezeichnet worden ist. Ganz viele fanden die Farben auch schrecklich. Vor allem, wenn man in dieses Reich der Götter kommt, wo alles so ein bisschen, ja nicht Neonfarben, ja nennen wir es einfach mal Neonfarben gewesen ist. Das haben ganz viele ganz arg bemängelt. Ich dachte, ich habe das nie als negativ irgendwie empfunden. Ich habe da nie großartig Gedanken darüber gemacht. Dann war die Farbe einfach anders und leuchtender und schillernder als auf der normalen Welt. Aber ist doch logisch, dass eine Götterwelt irgendwie anders aussieht, oder? Und was auch viele bemängelt haben, was ich total komisch finde, war, dass der Film ja in Griechenland spielt und man aber und dieser Musengesang, also von den Musen, die Erzählerinnen sozusagen, ist ja so gospelig. Ist es Gospel? Ihr wisst, was ich meine. Dieses, wenn ihr, guckt euch den Film mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Also sie fanden den Gesangsstil, der nichts mit Griechenland zu tun hat, nicht passend zu einem Film, der in der griechischen Mythologie passiert. Ich meine, klar, in anderen Filmen, in Pocahontas hat man ja so ein bisschen im Hintergrund oft diese Indianertrommeln und so ein bisschen wie so Indianergesang. In der Glöckner von Notre Dame hat man viel diese Mönche und sowas. Es ist schon oft so, dass sich das etwas, was zu dem Stil des Films passt, einfügt in die Musik des Films. Aber ich fand das eigentlich super sympathisch mit diesen Musen und die haben ja immer auch richtig fetzig gesungen und richtig Laune gemacht und so. Es ist nie diesen Mix aus verschiedenen Kulturen für einen Film als irgendwie schlecht bewertet. Und ganz viele meinten, und es war halt auch wieder wegen so einer Phase, ihn als den besten der schlimmsten Disney-Filme bezeichnet. Der beste der schlimmsten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und es haben ganz viele gemeint, dass es eben von der und der Zeitspanne wieder so viele schlechte Filme gab und der war aber noch am besten von allen. Ist vielleicht kein richtiger Kritikpunkt, doch, es heißt ja eigentlich, dass er auch einer der schlechten Filme ist, aber noch so der beste davon. Ah, also, finde ich doof, immer dieser Vergleich. Man kann doch einfach nur mal den Film angucken und sagen, das mochte ich und das mochte ich nicht. Ja, genau, und da ich mal gerade meinen Zettel weggelegt habe, ist ja auch irgendwie wahrscheinlich klar, das waren die 10 Filme und das Analysieren der Bewertungskommentare und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir gerne mal, wenn ihr eine Meinung zu einem dieser Filme habt, ob ihr meine Meinung eher teilt oder vielleicht eher die Meinung der Leute, die es geschrieben haben. Lasst es einfach mich wissen. Lasst es mich einfach wissen. In den Kommentaren hier unter dem Video. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen zum nächsten Video hier auf meinem Channel. Und wenn ich jetzt noch ein paar Mal ein Video sage, dann können wir ein Trinkspiel draus machen. Vielleicht machen wir das ja im nächsten Video. Also bis bald. Ciao.